So, Tag ihr Nachtschwärmer und willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir reden jetzt mal mit Citra. Guten Tag, die Herren. Tag. Na, schau mal, wer da ist. Dennis. Willkommen zurück, Jason. Tag. Hätte ich dein Gesicht vergessen. Ja. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Erinnert mich irgendwie voll an Kleopatra. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Mhm. Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Okay. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. So. Und jetzt? Tag. Was muss ich jetzt machen? Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Varsh. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Glaube ich nicht. Was? Wo sind die? Da. Wie oft wir die Schnellreise schon verwendet haben. So. Municiones. Haben wir gekauft. War nichts wie weg. Lauf, 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 lauf. Aber ein Gefangenentransport? Hallo? Jetzt. Ich wollte mal gucken, was die machen. Da unten ist es.
Toll. Super Sache. Super Sache. Das Ausrufezeichen, das Ausrufezeichen. Ich bin da. Irgendwie, aber ich bin da. Moin. Wie nett, ich mag deine Familie. Du kannst dich echt glücklich schätzen, weißt du das? Ja. Ich mag meine Familie auch. Hey. Alle Mann, auf die Position. Gut, dich zu sehen, Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das T4? Ich mach das. Aber hallo. T4. Ups. Ich glaube, die haben langsam Angst um die Freundschaft, weil wir verändern uns. Welcher Sniper ist besser? Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Bars Männer. Mann, oh Mann. Zur Hölle sind die Kerle. Sehen organisiert aus. Aus wie Soldaten oder sowas. Alter. Nicht schlecht, die Wumme. Verdammt. Alter. Lass mal kurz in Deckung. Von wo kommen die denn alle her? In den Ecken. So, ich nehme meine Sniper wieder mit. Ich lauf ihm nach. Los. Ich hätte auch eine Seilrutsche nehmen können. Scheiße. Nein. Geil, LKW. Straßensperre. Nicht mit mir. Ich mag Straßensperren nicht, die sind so sperrig. Ja, da kommen noch mehr von denen. Morgen.
Okay. Ich glaube, ich mache den Schalldämpfer wieder raus. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Warst du dreckiger Drecksack? Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Definition Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom, abgeknallt. Das Ding ist... okay. Er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid. Aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, Hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon nein. Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Hab ich dir schon mal gesagt, dass Wahnsinn ist? Nein, nein, nein. Oh, Scheiße! Oh, fick dich! Puh. Okay, Quick Event, Quick Event. Welche Tasten? Keine Tasten? Doch, Taste. Komm schon. Danke. Mir reicht's mit diesem Hurensohn. Oh, ich werde hier runtergezogen. Krieger nimmt er nicht mit. Ah! Ich bin tot. Ah! 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 Helikopter. Was? Ich habe die anderen Krieger hingebracht. Ich habe keine Waffen. Ich habe keine Waffen. Durchrennen? Scheiß Idee! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich sterbe. Ja, ich bin tot. Ich muss irgendwie... Ich brauche Waffen, Alter. Wie soll ich denn da durch? Okay, jetzt erstmal leise. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. So.
Zack. Let's go. Der Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Ich bin wie ein Schwein hier. Langsam wird es langweilig. Scheiße. Ach Mann. Hä, Alter. Ich habe nur eine Schrotflinte. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. So, du auch noch. Wunderbar, er hat ein MG. So, eins ist das, zwei ist das. Zwar auch nicht viel, aber egal. Der Helikopter, da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Er liegt unten. So, und das Scharfschützengewehr. Sehr gut, da haben wir Munition. Ich pumpe mich jetzt hier erstmal voll.
Niemand. Taxi nicht verständigen, Eisrot! Du spielst gerne Spielchen, ne? Weißt du? Hey, Brody! Ich komme und hol dich! Ja. Schön leise. Bis jetzt hat uns noch niemand entdeckt und das soll auch so bleiben. Okay, der mit der RPG da oben, den muss ich ausschalten. So. Los geht's. Der Heli. Keine Zeit für ihn. Das Biggie Smalls. Egal, scheiß drauf. Nein. Fuck! Puh. Oh oh. Das war so klar. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Ja. Nee. Nee. Nein. Das streite ich ab. Nein. Oh, you can't help that. Say the cat. We are all mad here. I am mad. I'm your mad. How do you know? I am mad. Say Alice. Say it, Alice. You must be, say the cat. Or you wouldn't have come here. Keine Ahnung, was das heißt. Ich. Leiche. Pfui. Oh Gott. Oh Gott.
Weißen Leichenberg. Luft. Fuck. Wer ist von den Toten zurück? Dennis. Jason. Dennis. Wie ist das möglich? Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Das war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag Sita, ich komme. Okay, ich sag sie sofort. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Oh ja. Ich habe selbst keine Kamera mehr. Toll. Also, ich muss irgendwie an mein Zeug. Ich vermute mal, dass mein Zeug in dem Haus da hinten ist. Weil es nämlich recht groß ist. Scheiße, die Hunde. Vor allem ist da Biggie Smalls. Den kann ich aufs Dach, da kann ich von oben. Verschissen. Ich bin wieder hier, Bitch. Bitch. Okay, das ist Biggie Smalls. Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Mars ist ein großer Krieger. Aber Holz ist wie ein Dämon. Viele Rakyat haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war's, dann Holz. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis?
Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Ich bin hier in einem fremden Gebiet. Ach Gott, da bin ich. Verstehe. Dann tun wir gleich den Funkturm hier aktivieren. Hopp. Wow, 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 wow. Und dran. Oh. Der ist hier oben wohl verhungert. So. So, fein säuberlich darüber. Ach, da hoch. Verstehe. So, und jetzt rechts und da ist die Leiter, na endlich. Dachte, das nimmt schon nie ein Ende. Ja, so. Ja. So. Ich würde mal jetzt gucken, wie viel ich eigentlich jetzt noch aufnehmen muss. Warte mal, was war denn da hinten eben? Habt ihr das gesehen? Und dann mache ich vielleicht mal Aufnahmepause oder ich guck mal. Funkturm activate. Da ist eine Ruine plus Prüfung der Rakyat. Irgendwas anderes noch. Und noch ein Wrack. Wrack. Da hinten, das ist da. Ah, ein Leuchtturm. Geil. Gratis im Shop, die Magnum 44. Fick dich doch. Ah, hier waren wir eben. So. Ja gut, wir sind dann in der nächsten Folge und ich gucke jetzt mal, wie lange ich noch aufnehmen muss.